So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe von JFD Live Trading TV. Heute hatten wir wieder einen sehr spannenden Tag. Der DAX geriet mächtig unter Druck und konnte dann an einer der wichtigen, die ich heute Morgen im Video erwähnt habe, Marke, Level, dann drehen. Also schauen wir mal das Chartbild an. Glaube ich, hatte hier den Stundenchart erwähnt. Die wichtige Marke, die Unterstützung wurde durchbrochen bei 9.320. Verkaufssignal wurde hier dann generiert. In der Mittagssendung habe ich hier ausführlich, beziehungsweise Vormittagssendung ausführlich, das Chartbild erklärt, was ein prädestiniertes Korrekturziel wäre. Denn hier liegt die Gap-Unterkante plus das Fibonacci-Level bei 9.140. Kann gerne jemand noch die Videos von heute Morgen anschauen. Da habe ich das hier erwähnt, klipp und klar. Nachher kommen wir noch Dow Jones, da lief es eben ein bisschen anders. Aber deswegen sollte man auch immer zwei bis drei, wenn es geht, Indizes vergleichen, die ähnlich verlaufen könnten, beziehungsweise halt DAX und Dow Jones sind eigentlich sehr verwandt. Also nochmals hier, ich habe ein Kauflimit auch angegeben, dann eben bei 9.170, um nicht wieder in die Gefahr zu laufen, dann so ein Setup eben zu verpassen. Das war heute Mittag auch genau der Tiefskurs um 13 Uhr, also um circa 11, 10 Uhr, 11 Uhr. Das Video gemacht. Da stand er eben noch bei 9.250. Ging es leicht hoch und dann nochmal ein Tief. So, das Schöne ist jetzt daran, das Setup kann ich noch kurz hier aufrufen, das dauert noch. Im Prinzip das Schöne jetzt an der ganzen Geschichte ist, man ist relativ am Tief eingestiegen oder man konnte einsteigen, wer hier noch gewartet hat. Lag dann fast am Tief. Der Tiefpunkt war 9.125. Wie gesagt, das Schöne ist jetzt, der Stopp saß dann sowieso hier oben. Ich kann es hier gerade nochmal aufrufen. Hier gegen 10.30 Uhr habe ich das Video gemacht und dann eine halbe Stunde später etwa das Setup dann präsentiert. Und hier lag der Stopp eben auf Schlusskursbasis. Der hat natürlich gehalten. Nachbörslich stehen wir schon bei 9.240 aktuell. Und sollte. Ich schaue gerade mal noch die Muster an. Also hier kann der zwar jetzt hier weiter hier unten platziert bleiben, der Stopp. Allerdings, wenn jetzt hier noch das Trendfolger einsteigt, kann auch den Stopp hier oben direkt dann auf das letzte Tief platzieren. Es hat jemand gefragt, wo die Kursziele sind. Ich lasse jetzt hier erstmal die Kursziele weg. Wie gesagt, das habe ich dann auch im Text erwähnt. Das ist ein Swing Trade. Und ja, wenn es gut läuft, kann er eben hier auf die 9, 8 sogar laufen. Deshalb würde auch noch unter anderem BMW und Daimler halt vorgestellt. Und ja, die Puma und noch welches Setup hier läuft, und da sind jetzt war immer nicht 50-50 Chance, aber allerdings war hier jedes Mal noch ein tieferes Tief nicht nur denkbar, sondern es war auch nötig. Jetzt
sollte sich hier die Aktie fangen. Es kam ja die Nachricht raus, dass Aktienrückkäufe stattfinden. Also im Rückenwind dieser Meldung ist die Chance jetzt groß, dass wir steigende Kurse sehen werden. Das erste Kursziel ist eben bei 45 Euro, sonst bei 50. Jetzt kommen wir eben zum Dow Jones. In der Nacht gab es hier einen bullischen Abprall, scheiterte dann an der Unterstützung, fiel dann hier durch, auf jeden Fall auf 4-Stunden-Basis und konnte dann auch das zweite Short-Level Verkaufssignal generieren. Dann gab es aber hier direkt, wer hier mit Candlestick arbeitet, auch ein bullisches Engulfing, hat also das Verkaufssignal hier aufgehoben. Kann jetzt hier zur aktuellen Stunde sogar bei auf 14.400 steigen. Das Vorsicht Long war hier auf Tagesbasis auch gemeint. Wenn man jetzt hier sieht, ist ein kompletter Doji. Also auf Tagesbasis wurde dann hier das Verkaufssignal nicht generiert. Klar, schwierig zu handeln alles heute hier, wenn so ein Reversal-Tag im Dow stattfindet und hier man doch auf Short eingestellt war. Aber wie gesagt, sollte eigentlich jeder seine eigenen Setups haben. Jeder auch dann noch gewisse eigene Stops und nicht alles, sage ich mal, hier wurde eh nicht alles vorgekaut. Und wie gesagt, wenn man es hier komplett jetzt diesen Markt beobachtet oder wer den beobachtet hat und auch im 4-Stunden-Chart, ist klar, eventuell möglich, einen Minus-Trade zu haben, aber nach diesem Bullish Engulfing sollte man eigentlich ja auf alle Fälle die Warnlampen sollten auf jeden Fall bei jedem angehen. Jetzt ist halt hier die Frage, wir haben noch 1,5 Stunden etwa zu handeln. Ob jetzt hier der Tagesschlusskurs doch noch hier unten stattfindet, dann könnten weitere Verkäufe folgen. Da aber eben der DAX, da war ja das Hauptaugenmerk heute eben Long Setup da war, nachdem hier das Verkaufssignal generiert worden ist, kann es eben auch gut sein, dass wir im DAO eben steigende Kurse erleben werden. Das ist jetzt hier erstmal die These. Morgen früh geht es dann weiter. Noch kleinen Blick auf die Forex-Sachen, Szenarien. Australische Dollar, US-Dollar gibt es nichts Neues. Pfund oder Euro gegen Pfund auch nicht. Hier gab es ein Stop-Buy-Setup, wurde nicht ausgeführt und habe jetzt heute ein sehr antizyklisches Long-Szenario gestartet. Hier gab es in der Analyse bei 155 rum, beziehungsweise 20 Pips, 30 Pips höher. Aber hier war ja die Kaufzone sehr eindeutig gekennzeichnet, diese Marke genannt. Der Stoppkurs lag ein Stück weiter unten. Überschießen, um nicht hier gleich ausgestoppt zu werden. Wer hier jetzt investiert ist und wirklich ein kleines Risiko fahren will, setzt einfach den Stopp auf dieses Level oder sogar auf das letzte und kann dann zuschauen, ob dann der Preis hier ansteigt. Hier ist aktuell nichts groß passiert. Hier wartet man weiter noch auf einen Rücksetzer bei US-Dollar gegen kanadischen Dollar. Und was wirklich sehr ärgerlich war diese Woche, waren hier die etwas zu tief gesetzten Kauflimits. Erst an dem Tag stand es eben schon bei 15, habe aber hier, wie gesagt, gehofft, beziehungsweise es sah aus, als würde hier ein Tief eben fehlen. Das ist jetzt hier eine bärische Umkehrkerze. Die Limits bleiben auch noch bis Freitag im Markt. Da ist maximal möglich, dass vielleicht das erste ausgelöst wird. Ich denke nicht, dass wir komplett auf das zweite noch am Freitag runterfallen werden. Und bei Gold war es eben ähnlich. Ärgerlich. Nicht ausgeführt. Wie man sieht, wären hier
wenn ich einfach auf die, aber auch nicht mal die runde 1200er Marke wäre erreicht worden. Es wäre dann maximal die 2,5 gewesen etwa, wo ich auch noch halb im Kopf gehabt hätte oder halt ein direkter Einstieg, wo die Analyse war und wären im Hoch auch fast 500 Pips gewesen. Wie gesagt, sehr ärgerlich. Sollte aber natürlich jeder, wenn, wie gesagt, was ich vorher auch erwähnt habe, eigene Setups haben und nur Trendfolgendes, gab es im Prinzip egal, fast in welcher unteren Zeitebene, gab es natürlich sicher ein Long-Signal und diejenigen waren ja dann oder konnten dann Gewinne einfahren. So, das war's. Danke fürs Zuhören und bis morgen.